So, Freunde der Sonne, zur Abwechslung gibt es heute mal ein Video, das ein bisschen praktischer ist und nicht immer so Theorie-Scheiße ist mit, ja, wenn das und das, dann macht ihr das und das und bla bla bla, pipapo hin und her. Heute geht es nämlich darum, wie verbinde ich die Stagebox mit dem Mischpult und stelle es quasi so ein, dass das Mischpult jegliche Input-Signale von der Stagebox nimmt und jegliche Output-Signale wieder zurück zur Stagebox schickt. Ich werde auch nicht viel drum rumreden, das soll eher so ein Schritt-für-Schritt-Video sein als ein Erklärvideo. Also, was ihr natürlich als erstes macht, nachdem ihr das Mischpult und die Stagebox da eingestellt habt, wo ihr sie hinhaben wollt, also meinetwegen die Stagebox auf die Bühne und das Mischpult vorne hin und da stehen die Boxen und so ein Kram schon, dann schnappt ihr euch dieses 50 Meter lange LAN-Kabel auf der Rolle. Nicht wundern, es schaut nicht aus wie... Es schaut nicht aus wie so ein normales LAN-Kabel. Sondern es hat noch so einen fetten Stecker drumherum, einfach damit es stabiler im Mischpult drin ist. Und dann hakt es sich auch da fest. So, wie steckt ihr das jetzt an? Ist egal, wie rum ihr das Kabel nehmt, also welches Ende wo ist. Ihr steckt einfach am Mischpult das Kabel in AES-A und an der Stagebox das andere Ende vom Kabel auch in AES-A. Das ist wichtig. So, jetzt geht ihr an das Mischpult und drückt dann auf den ganzen Knöpfen hier an der Seite, drückt ihr auf Routing. Jetzt nicht erschrecken, das ist erstmal eine ewige Liste an einen Haufen kryptischer Wörter, aber die ignorieren wir jetzt quasi erstmal. Ich erkläre in einem anderen Video mal, was die ganzen einzelnen Wörter genau bedeuten. Heute geht es ja eher nur darum, wie konfiguriere ich unser Standard-Setup, also Mischpult, Stagebox, Verstärker, Boxen. So, jetzt habt ihr das aber vor euch und hier oben seht ihr so eine Reihe, wie kann man vergleichen wie Tabs in einem Browser am Computer, wenn ihr im Internet seid. Nur, dass man halt hier halt keine Internetseiten hat und dafür auch nicht ins Internet kann, sondern es ist quasi wie so ein Ordnersystem, um das Ganze zu sortieren. Standardmäßig seid ihr hier auf dem Tab Inputs. Hier stellt ihr ein, auf welche Input-Signale das Mischpult hören soll, also was er quasi als Eingang nehmen soll. Da scrollt ihr bei der ersten Liste runter, bis ihr auf AES A 1 bis 8 ankommt und klickt einmal drauf. Jetzt habt ihr dem Mischpult gesagt, dass es Inputs 1 bis 8 von der Stagebox herholen soll und nicht von den XLR-Ports, die direkt hinten am Mischpult sind. In der zweiten Liste macht ihr das gleiche, nur dass es hier halt AES A 9 bis 16 ist. Wieder einmal klicken, das gleiche dann in der nächsten Zeile mit 7 bis 24 und dann 25 bis 32 erklärt sich eigentlich von selber. Und hurray! Jetzt habt ihr dem Mischpult gesagt, alle 32 Input-Kanäle sollen bitte von der Stagebox herkommen und nicht von den eingebauten XLR-Inputs, die direkt am Mischpult hinten dran sind. Als nächstes drückt ihr bei den Pfeiltasten 1 nach rechts. Damit kommt ihr auf den Tab AES-A und direkt daneben ist auch AES-B. In diesen beiden Tabs sagt ihr dem Mischpult, was aus den beiden Ports, also aus AES-A und AES-B, wieder rausgehen soll. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr euch das merkt, dass das, was jetzt hier eingestellt wird, sagt, was da wieder rausgeschickt werden soll. Und jetzt kommt was, was euch vielleicht ein bisschen verwirren könnte. Man kann sagen, dass die Inputs direkt wieder rausgeschickt werden können. So. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, dass ihr Input 1 bis 32 direkt aus AES-B wieder rausschicken wollt. Das hat nichts mit den Outputs zu tun. Das heißt, es hat nichts mit den Mixbus-Outputs, die an die Verstärker kommen, zu tun. Sondern, wenn ihr zum Beispiel ein zweites Mischpult angesteckt habt, dann könnt ihr sagen, okay, jetzt kommen gerade über AES-A, über das eine LAN-Kabel, kommen jetzt 32 Inputs rein. Ich möchte aber diese 32 Inputs direkt auch an das nächste Mischpult anstecken. Das heißt, ihr sagt, okay, ich möchte jetzt, dass aus AES-B alle 32 Inputs direkt wieder rausgehen. Das hat den Vorteil, dass ihr mehrere Mischpulte direkt an eine einzige Stagebox anstecken könnt. So. War jetzt viel Gelaber, aber ihr bleibt jetzt erstmal auf AES-A und scrollt runter an der linken Liste, bis ihr auf Outputs 1 bis 8 angekommen seid. Wieder einmal klicken und hurray, jetzt habt ihr dem Mischpult gesagt, dass die Outputs nicht quasi das, was wieder rausgeht, sondern die, das habe ich ja mal im ersten Video erklärt, dass die 32 Inputs auf verschiedene Outputs gebündelt werden können. Und hier sagt ihr, dass diese gebündelten Outputs wieder rausgehen sollen. Das gleiche macht ihr jetzt auch in der zweiten Spalte mit Out 9 bis 16 und jetzt sieht die Stagebox, aha,
Hier kommen Output-Signale an, das heißt Mixbus-Outputs, mit denen die Stagebox was anfangen kann. Wenn ihr zum Beispiel, also nur so ganz kurz zur Erklärung, wenn ihr in AESA sagt, ich möchte da die Inputs auch wieder rausschicken, damit kann die Stagebox nicht anfangen. Die sieht, okay, jetzt kommen meine Mikrofonsignale, kommen es wieder zurück. Ja, und jetzt, was soll ich damit machen? Das bringt nichts. Jetzt könnte man sich aber fragen, ja, aber da sind ja noch zwei weitere Spalten, wo man einstellen kann, dass bis zum 32. Output das Ganze über die Stagebox rausgeschickt werden soll. Kann man einstellen, braucht man aber nicht, weil unsere Stagebox eh nur 16 Outputs hat. Von mir aus, wenn ihr das mit eurem Ego nicht vereinbaren könnt, dann stellt es halt ein und verschwendet die 10 Sekunden von eurer wertvollen Aufbauzeit für... um das einzustellen, auch wenn man das nicht brauchen wird. Ich würde an dieser Stelle euch eine Sache wärmstens ans Herz legen. Und zwar, wenn ihr das jetzt so aufgebaut habt und das Routing auch so eingestellt habt, wie ich es gerade erklärt habe, und auch schon eine Anlage steht, dann würde ich direkt ein Mikrofon auch nur ganz kurz zum Testen anstecken, um zu checken, ob ihr das Routing richtig eingestellt habt. Das ist wirklich extrem hilfreich. Und damit habt ihr nämlich gleich gesehen, ob euch da irgendwo ein Fehler passiert ist oder so. Ihr habt doch wirklich in einer Minute gecheckt, ob die komplette Anlage richtig verkabelt ist. Nur wenn man einmal kurz ein Mikro zum Checken ansteckt. Das ist vielleicht ein Akt von 1 bis 2 Minuten, der euch dann später wirklich einiges an Stress sparen kann. Also einfach nur irgendein Mikrofon kurz anstecken, Phantomspeisung anschalten, aber nur, wenn das Mikrofon auch Phantomspeisung braucht. Phantomspeisung erkläre ich noch wann anders, aber Funkmikros brauchen keine Phantomspeisung. Overhead-Mikrofon und alles, was halt keinen Strom richtig hat, braucht Phantomspeisung. Aber egal. Solltet ihr das alles richtig gemacht haben, dann seht ihr auf Kanal 1 oder wo auch immer ihr das Mikrofon angesteckt habt, weiß ich nicht, Kanal 12, 32, dann solltet ihr da ein Signal sehen, das da reinkommt. Jetzt schiebt ihr den Regler da hoch, also von Kanal 1, schaut, dass es auch nicht gemutet ist, schiebt den Main auch gleich mit hoch, schaut auch, dass der nicht gemutet ist, und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann sollte aus den Boxen auch was rauskommt, wenn ihr auf dem Mikro rumhaut. Und dann sollte auch hier bei diesen LEDs, sollte da auch ein Signal angezeigt werden. Sollte das auch alles richtig angezeigt werden und es kommt immer noch nichts aus den Boxen raus, dann habt ihr, weiß ich nicht, den Verstärker nicht angemacht oder irgendwas falsch verkabelt. So ein Fehler kann auch den erfahrensten Technikern passieren, deswegen ist es nicht schlimm, wenn mal was falsch verkabelt wird. Lol. Passiert ständig, vor allem Verstärker nicht anmachen. Verstärker nicht anmachen oder Sachen entmuten ist das Schlimmste. So, bei Fragen, weil ich weiß, es war vielleicht ein bisschen schnell und verwirrend, bei Fragen könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Deswegen, bis zum nächsten Video.